Wir schicken wieder ein Grüßli von 14.01 am Muttersberg aus der Gondel, an unserem Außenstudio hier auf der Panoramaterrasse am Muttersberg. Und ja, wieder ein sympathischer Gast und ein interessanter Gast. Und zwar ist es die Sonja Hanselmeier. Und wir nennen sie jetzt gleich mal vorweg, Sonja. Sie ist gegenwärtig die einzige Dame in Vorarlberg, die Homestaging macht, das so viel bedeutet wie? Also das heißt, ich tue Immobilien einrichten, damit sie sich besser verkaufen lassen. Ja. Für die Immobilienmakler, dass einfach der passende Kunde kommt und einfach ein räumliches Vorstellungsvermögen hat. Das heißt, es kommt eine Couch rein, ein Schlafzimmer rein, eine Küche, wenn es wäre, ja, genau. Du hast jetzt schon gesehen, du bist diejenige, die das also gestaltet, um es besser zu verkaufen. Also das heißt für Architekten und Immobilienberater. Oder Privatverkäufer. Genau. Und da hast du ja ganz eine geschickte Kombi, nämlich in deiner Familie, dein Partner, der uns jetzt da mit der Tochter Amelie zusieht. Mit Annalena. Annalena, Verzeihung. Hallo Peter. Der ist Immobilienmakler. Genau. Gell? Kann man das kombinieren ein bisschen? Geht da? Ja, schon. Also ich war vorher eigentlich im Immobilienverkauf selber tätig. Ah, du kennst die aus. Und bin eigentlich durch das dann auf Homestaging gekommen, ja. Weil ich einfach gemerkt habe, dass sie leere Immobilien immer schwieriger verkaufen lassen. Ja. Und wir haben dann einfach angefangen, eigentlich das Homestaging kommt eigentlich ursprünglich von Amerika, ist eigentlich seit den 70er Jahren dort publik. 70er Jahren schon, okay. Und in den skandinavischen Ländern zum Beispiel ist es gang und gäbe. Ja. Und hab genau vor 3 Jahren habe ich meine Firma gegründet. Ja. Und seitdem mache ich das. Warum glaubst du, ist in Amerika das in den 70er Jahren schon so weit fortgeschritten oder heute natürlich schon ganz obligatorisch, also einen Menschen beizuziehen, ja, wenn man sich eine Stube einrichten lassen will oder irgendwas? Warum ist das in Vorarlberg jetzt noch nicht so? Ich meine, Gott sei Dank für dich, du bist die Einzige, die das macht, ja, spricht für dich, aber vielleicht werden jetzt ein paar aufmerksam und sagen, oh, das könnte ich auch machen. Warum ist der Markt da noch so zart? Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass wir in Österreich überhaupt immer eine Spur weiter hinten sind, ja. Ja. Das kann man schon gut beobachten. Es ist auch zum Beispiel in Deutschland schon wieder viel mehr draußen, ja, als wie bei uns in Österreich. Und also ich glaube auch, dass es kommen wird. Mit Sicherheit. Ja, mit deiner Unterstützung sowieso. Natürlich. Du wirst den Markt jetzt schon ein bisschen anfachen. Du bist eigentlich, Achtung bitte, nicht erschrecken, du bist eigentlich eine recht unschlüssige Person. Stimmt das? Nein, du wirst es jetzt gleich wissen, wenn ich es dir sage. Weil du hast ja eine Zeit gebraucht, bis du jetzt fix in Vorarlberg geblieben bist. Du warst in Vorarlberg, dann gingst du wieder nach Oberösterreich zurück, in die Nähe von Linz. Dann hat man sich überlegt, sagt, naja, eigentlich war es doch recht schön im Ländle und dann sind wir wieder gekommen. Genau. Aber was war das für eine Geschichte? Ja, ich habe einen Vorarlberger kennengelernt. Ja. Da sitzt damals, er, genau, damals im Job, wir haben sie in der Firma kennengelernt. Ja. Und war dann 3 Jahre in Vorarlberg, dann habe ich die Annalena gekriegt. Und habe dann Sehnsucht wieder gekriegt nach Oberösterreich, nach der Heimat. In die Heimat. Haben sie dort dann ein Haus gekauft und haben dann eigentlich 3 Jahre in Oberösterreich gewohnt. Und sind aber eigentlich draufgekommen, dass es nicht das Wahre mehr war. Dass uns eigentlich irgendwie trotzdem die Berge und die Familie von Vorarlberg abgegangen ist. Ja. Aha, sie an. Dann haben wir gesagt, okay, wollen wir es wagen, dann jetzt nochmal, haben wieder alles verkauft und sind wieder retour gekommen. Genau. Sehr jetzt gut. Sind wir wieder seit einem Jahr da. Ihr seid in Dornbirn beheimatet, genau. Gell? Oder du bist mit deiner Familie in Dornbirn, managst das auch von zu Hause aus. Kannst du uns einmal so ein Projekt sagen, wo bist du dran? Boah, ich habe jetzt mittlerweile jetzt 5 Objekte draußen, also es sind jetzt gerade 5 Immobilien gestaged von mir. Ja. Ich habe einige super Partner mittlerweile an meiner Seite. Ja. Ja. Ich arbeite vom möbeltechnischen mit Bo-Konzept zum Beispiel zusammen von Dornbirn. Ja. Habe jetzt die Musterhäuser von Golob Immobilien. Mhm. Habe mit Immo-Agentur, mit Roberto Meyer schon zusammengearbeitet. Zum Beispiel jetzt mit S-Real arbeite ich zusammen. Ja. Und ja. Erlebe einen kulinarischen Abend im frühzeitlichen Montafon und tauche ein in die Welt der Montafoner Sagen mit Hertha Glück. Termine, die Anmeldung und Infos gibt es auf montafon.at/vollmond-sagenwanderung. Treffpunkt bei der Montafoner Christbergbahn im Silbertal.
Wie darf man sich jetzt das vorstellen? Du hast eingangs erwähnt, Möbel zusammenbauen. Nein, Möbel baue ich jetzt nicht direkt zusammen. Das nicht, ja. Aber du suchst das. Du gehst jetzt in einen Raum Konzept, rein. Genau. Du gehst in einen leeren Raum rein, dass man sich das gut vorstellen kann. Und dann, wie geht es weiter? Genau. Ich mache mir dann einfach einen Konzeptplan, welche Möbel das reinkommen. Ich bespreche das mit dem Makler, was er für ihre potenziellen Kunden ansprechen möchte. Ja. Ob er jetzt zum Beispiel Familien ansprechen möchte, dann wird natürlich ein Kinderzimmer eingerichtet. Wenn er jetzt sagt, nee, er möchte jetzt eher zum Beispiel Businessleute ansprechen damit, ja. Dann wird zum Beispiel ein Büro eingerichtet, ja, wo man wirklich sagt, man kann Homeoffice machen. Genau, und auf dieses Konzept baue ich dann auf, mache ein gewisses Farbkonzept. Aha, auch noch, dass das schön passt. Gell? Genau, der rote Faden zieht sich durch von Vorraum bis zum Ende. Ja. Also beim Homestaging ist es wichtig, dass man jetzt nicht 10 verschiedene Farben in das Objekt reinbringt, sondern dass höchstens 2-3 Farben sind. Ja, und die spiegeln sich aber in jedem Raum dann zum Beispiel. Wann hast du gemerkt, dass du so eine Eigenschaft hast, dass dir das liegt und dass dir das gefällt? Schon in deinem früheren Leben, hätte ich jetzt mal gesehen, deinem früheren Beruf in der Immobilienbranche direkt? Ja, ich war immer schon ein kreativer Mensch. Das schon, ja. Und habe einfach damals dann, ich war ein Jahr in der Karenz. Ja. Und in der Karenz hat man viel Zeit zum Überlegen. Okay, gut. Und habe dann halt einfach wirklich da dann die Kurse gemacht. Ja. Nebenbei. Und habe dann nach einem Jahr Karenz wieder an die Firma aufgebaut. Ja. Jetzt ganz kurz nur noch einmal zum Verständnis vielleicht für unsere Leute, die da zuschauen. Noch. Wenn ich jetzt eine Wohnung gekauft habe, die da leer steht, kann ich als Privater zu dir auch kommen und sagen, genau, also es sind nicht nur Immobilienhändler, klar sind das interessante Kundschafter, aber ich als Herr und Frau Meier, Herr und Frau Vorarlberger, können kommen und sagen, du Sonja, wirf da mal einen Blick hin. Genau. Und so weiter. Und dann, wie geht es? Du gehst also mit den Leuten. Genau. Da, das Möbelkofer. Ist das, genau. Das ist dann das sogenannte Homestyling. Das darf man nicht verwechseln, gell? Genau, Staging Home, und genau, Styling. Staging, das wird wieder ausgeräumt. Aha. Und Homestyling, das bleibt dann natürlich drinnen, ja, für den Privatgebrauch. Genau. Und da ist es halt dann wirklich so, dass man sagt, okay, welche Vorlieben hast du? Welcher Farbe gefällt dir, in welchen Stil möchtest du eingehen? Eher also in skandinavischen Stil. Und beratest, genau. Und siehst, was magst du gern? Genau. Lieber Kunde, und was täte ich dir empfehlen? Genau. Also das genau. Geht dann alles in den Topf und dann versucht man da. Genau. Okay. Genau. Hast du da Erfahrungswerte? Sind die Leute zufrieden, wenn sie deine Ideen und Eingebungen hören? Oder sind die von sich selber schon so überzeugt und sagen, na, das will ich, das will ich, das will ich? Tust du schwer, Ideen einzubringen? Nein, eigentlich gar nicht, weil die Leute, die was auf mich zukommen, das sind genau die, die was eigentlich etwas keinen Plan haben. Brauchen, ja. Genau, die was sagen, ich habe eigentlich jetzt ein Chaos daheim. Ja. Hilf mir doch bitte irgendwie das zum Ordnen oder dass ich, wenn ich in das Wohnzimmer reinkomme, ja, dass jetzt nicht 1000 Spülsachen herumstehen, sondern dass man da einfach schaut, okay, welche Kisten kommen jetzt rein, dass einfach ein bisschen zusammengerahmt ist und das Ganze. Ja, okay. Genau. Jetzt hast du doch einen sehr interessanten Job. Zusammen mit deinem Partner natürlich eine schöne Kombination auch. Wie ist es jetzt mit Familienleben? Ich habe jetzt eine junge, kleine Familie. Ja. Bringt man das jetzt doch wieder aus dem Hut? Du hast frisch angefangen mit deiner Firma und so weiter. Es ist auf jeden Tag wieder eine neue Herausforderung, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist einfach schon so, dass wir jetzt wirklich sagen, okay, wenn die Annalena im Kindergarten ist, dann wird gearbeitet. Wenn die Annalena vom Kindergarten heraus ist, ja, dann muss Familie ich. Wieder. Genau, dann wird einfach umprogrammiert und dann ist einfach das Kind da. Dann ist auch die Annalena im Fokus und dann wird auch das gemacht, was sie will. Ja. Genau. Ich hoffe, dass die Annalena in die Richtung kommt, dass sie das spürt, dass der Mama auch Zeit hat und ein Papa für sie. Das wünsche ich euch. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch. Noch einmal vielen herzlichen Dank fürs Code auf 1401. Komm gut abi wieder oder komm gut abi mit eurer Familie und vielleicht auch wieder einmal rauf auf ein Psychle. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Sonja. Dankeschön. Alles Liebe, alles Gute. Und wir haben schon wieder unsere 1000er-Aktion zum Schluss. Schöne Meldung, 1000 Euro Soforthilfe an die Stunde des Herzens hat es gegeben vom Innenausbau Gerd Anderle aus Sulz. Und damit wird der 7-jährige Bojan aus Hart unterstützt, der tapfer gegen Muskelschwund kämpft. Und das Geld wird als Anzahlung für einen neuen Rollstuhl verwendet. Vielen herzlichen Dank dafür und euch sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.